So, und heute geht es ums Baden, ums Duschen und generell um sanitäre Anlagen. Wir sind bei der Insta im Bratelen und alles Weitere erzählt euch der Victor. Prima Insta gibt es seit 1978. Sie wird also nächstes Jahr 40 Jahre alt. Eigentlich ist der Insta der viergrößte Sanitärgrosshändler in der Schweiz, wo freie Händler ist und sich nicht an Kartellpreisen beteiligt wie der ganze Rest. Also wir sind Sanitärgrosshändler mit einem kompletten Sortiment. Wir vertreiben vom Lavabo zur Badwanne, zur Duschenkabine, Armaturen jeder Art, also Badwanne, Lavabo etc. Also es gibt einfach bei uns im Sanitärbereich nichts, was es nicht gibt. Wir haben ein Lager dahinter dran, wo 20.000, 30.000 einzelne Produkte liegen im Sanitärbereich. Und natürlich gibt es da immer Produkte, die wir auch ausverkaufen tun, die wir günstiger geben und die Leute können wir abholen. Der Laden, der hier ist, hat schon immer existiert als reiner Fabrikladen, aber sehr industriell. Wir haben schon immer hier Waren verkauft im Sanitärbereich, aber jetzt haben wir es etwas grösser gemacht, schöner gemacht und haben eine richtige Verkaufsstelle organisiert. Die Entwicklung ist weitergegangen, auch in den Badzimmern. Ich sehe, es ist funktioneller geworden, es ist kompakt geworden. Auf was schaut man denn heute? Ist es nur noch Schönheit oder Funktionalität, wo man Wert drauf legt? Ja, es ist natürlich beides zusammen. Wenn die Leute reinkommen, sagt die Hausfrau, ja, das ist schön, oder der Mann will ein wunderbares Produkt kaufen. Und die Frau sagt dann, ich muss es ja auch noch putzen. Und dann kauft sie mehr in Richtung Funktionalität eigentlich. Victor, jetzt möchten wir natürlich gerne die Ausstellung anschauen. Ich nehme an, ihr macht gerade eine Party zur Eröffnung. Wann ist das? Wann kommt man vorbei? Am nächsten Samstag starten wir mit einem grossen Fest. Wir machen einen Grill, wo es noch ein Bierchen gratis zum Trinken gibt. Es gibt die Leute können bei dieser Gelegenheit die Ausstellung anschauen, die Produkte anschauen und auch vorgestellt zu dem, was da ausgestellt ist und was es alles gibt. Muss man dann daheim schon die Messe genommen haben, wenn man kommt? Weil man sieht hier innen etwas und denkt, wow, Schatz, das ist eine Bombe, komm, das holen wir. Dann passt es nicht. Ja, grundsätzlich muss man eigentlich schon wissen, was die Masse sind daheim oder wie gross das Badezimmer ist. Es gibt natürlich eine Haufen Sachen, wo, wie wenn Sie einen Bademischer haben, ist ein Bademischer immer hat den gleichen Mass zum Anschliessen eigentlich. Aber es gibt natürlich WC-Anlagen und so weiter, wo man muss wissen muss, wie gross sie sein müssen. Also, ihr wisst es, Tag der offenen Tür hier in der Insta in Bratelen. Unbedingt das Outlet anschauen. Nehmt die ganze Familie mit, Kind und Kegel. Ihr wisst vor allem Kinder, die dann gerne noch mit den Händchen spielen in der Badwanne. Und ich tauche jetzt wieder ab.